Heute anberaten im Sozialausschuss. Die Linke hat starke Kritiken an dem derzeit vorliegenden Entwurf, insbesondere die fehlende Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit ist ein Kritikpunkt von uns und der nach wie vor enthaltene Kostenvorbehalt ist immer wieder zu kritisieren, dass also die Frage gestellt wird, was kostet es uns? Die Antwort der Linken ist klar, Barrierefreiheit kriegt man nicht umsonst und darf nicht unter einem Kostenvorbehalt stehen.